Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die Politikerstatements von Markus Söder, Armin Laschet und Annalena Baerbock über die Flutkatastrophe in Deutschland. Ich denke, es hat jeder mitbekommen, dass Deutschland gestern von einer großen Hochwasserflutkatastrophe überrollt worden ist. Gerade im Bereich Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, aber auch in Teilen des Ostens gab es echt gewaltige Szenen. Gerade die Szenen aus Hagen waren super schockierend. Stand jetzt hat diese Unwetterkatastrophe 20 Menschen das Leben gekostet und man weiß noch nicht, wie viele noch hinzukommen werden. Insgesamt gibt es natürlich auch viele Sachschäden, die repariert werden müssen und wo viele Leute einfach nur noch trauernd vor ihren Immobilien, Häusern und Teilen ihrer Einrichtung stehen. Das Ganze ist eine Tragödie für Deutschland und wir gucken drauf, was haben die größten Politiker vielleicht dieses Landes zu dieser Situation gesagt. Fangen wir an mit Markus Söder. Er twitterte, in dieser schlimmen Situation ist Solidarität gefragt. Bayern bietet Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz jedwede Hilfe an, um die Schäden des katastrophalen Unwetters zu beseitigen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern der Fluten und ihren Angehörigen. Dann sehen wir hier den reposteten Inhalt auf der Instagram-Seite von Armin Laschet. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet reist morgen früh nach Hagen und spricht mit Oberbürgermeister Schulz und dem Krisenstab, um sich ein Bild von der Lage vor Ort in Hagen, Westfalen, zu machen. Und die letzten beiden Statements sind von der Instagram-Seite bzw. von der Twitter-Seite von Annalena Baerbock. Sie schrieb: Meine Gedanken sind heute bei den Menschen im Westen und Osten Deutschlands, deren Straßen und Häuser durch Starkregen überschwemmt werden. Das zweite Statement hieß: Und ich danke den unermüdlichen Einsatzkräften, die viel riskieren, um zu helfen. Die Nachrichten über den Tod eines Feuerwehrmanns in NRW und einen vermissten Polizisten in Sachsen stimmen mich traurig. Mein Mitgefühl ist bei ihren Familien und Freunden. Ja, was schreibt ihr zu den Statements, aber natürlich auch zu diesen katastrophalen Geschichten? Lasst es mich wissen, schreibt es unten in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch was mitbekommen? Habt ihr einen persönlichen Fall? Schildert das Ganze einfach mal. Das war wirklich ein großer Schock am Ende der Woche. Ich hoffe, ihr macht trotzdem noch was Gutes aus dieser Woche und ich bedanke mich für euer Zusehen und sage bis zur nächsten Folge und ciao.